Hallo und herzlich willkommen hier zu Myst 4 Revelation. Hier sind wir wieder. Ja, wir sind mal wieder in der Traumwelt. Wir müssen jetzt versuchen, Yishas Gedanken sozusagen zu ordnen und sie wieder in ihren Körper zu bekommen. Ja, wir haben hier sozusagen einen Parasit, der jetzt gerade das verhindert, dass sie das eben kann. Und ich kann mir nur vorstellen, es könnte ja Sirius sein, ne? Weil er ist ja sozusagen auch weg, wenn man so will, seine Erinnerung. Ja, und jetzt müssen wir schauen, alles, was ich zum Beispiel im Schachspielen drehe, so ein bisschen und mit den Figurenschnitzen, da habe ich jetzt mal so ein bisschen überlegt. Vielleicht kriege ich es jetzt auch hin, ich hoffe es jetzt hier mal. Also, es geht darum, dass man erstmal hier, dass der Vater gut Schach spielt. Das muss hier hin mit hin aufs Schachbrett. So, ich weiß jetzt noch nicht, welches von den beiden das ist. Da muss ich jetzt noch mal schauen. Vater spielt sehr gut Schach. Okay, und das hier? Ich sag's Ihnen, wenn ich zu Hause bin. Ja gut, das ist es nicht. Das Sagen, dass ich zu Hause bin, das war, meine ich, am Buch, wo wir damals auf Spire waren. Und das ist ja das Verbindungsbuch praktisch wieder zurück gewesen hier. Im Prinzip sind hier alle Sachen, wo hier drauf sind, weg. Weil ich habe mir mal alle Sachen so durchgehört und habe mir überlegt, wie es hinkommen könnte. Jetzt einfach mal her. Wie könnte man das machen? Ja gut, wir müssen ja auch noch in der richtigen Reihenfolge dahin, ne? Ja gut, das gehört eigentlich zum Buch und dann gehört das sonst nichts auf dem Buch hin, ja. Und dann machen wir mal das. Spielt sehr gut Schach. Das war das hier, ne? Vater spielt sehr gut Schach. Ja. Das muss dann hierher. Jetzt muss aber das eine hier weg. Ich sag's Ihnen, wenn ich zu Hause bin. So, im Prinzip. Das Blöde ist, dass er sich gleich wieder hier reinfliegt. So. Also, das mit sehr gut Schach. Und dann sagt sie noch, spiel halt gegen ihn. So, irgendwo, wo ist das jetzt hier? Dann kann ich es. Na. Spiel gegen ihn. Ja, das Spiel gegen ihn braucht man. Es ist wirklich sehr schwer, so kleine Figuren zu schnitzen. Und da geht's um Figuren. Wir haben ja was mit Figuren. Das hier. Dann kann ich es nie kaputt machen. Ja, dann kann ich es nie kaputt machen. Wo habe ich denn das einkopiert? Das habe ich beim Medaillon einkopiert. Also hier. Ja, genau. Ja, das ist echt blöd, dass die Sachen halt dann immer da liegen bleiben, wo sie nicht hinkören eigentlich, ne? Es ist wirklich sehr schwer, so... Spiel gegen ihn. Ja, das Spiel gegen ihn muss eigentlich, aber wir können das nicht umgehen hier. Ja, das fliegt jetzt alles hier drauf. Das soll's aber nicht. Und das Rote gehört eigentlich hier mit drauf. Ja, wir können das jetzt nur so hin und her legen. Wir brauchen jetzt eigentlich ja nur hier das Spiel gegen ihn. Spiel gegen ihn. Jetzt haben wir aber zuerst das Grüne. Das schreiben wir hier ab. So, jetzt das hierher. Und das wieder hier hin. So, und das brauchen wir jetzt als nächstes hier drunter. Weil das jetzt noch so zu zitieren auf das Brett hier ist eigentlich ziemlich easy. So, und dann brauchen wir, was habe ich noch gesagt? Ja. Ja, dann hat er nämlich gesagt, er würde es gern, wenn er ein Brett hätte, ne? Hat er kein Brett. Das würde ich ja, aber ich habe kein Schachbrett. Okay, das passt sofort. Und das hier, na gut, das Mach ist dann eins. Die... Du hast auch meine Begleiterin gemacht. Das mit dem Begleiter gemacht, das gehört eigentlich dann... Ja doch, das gehört dann schon hierher, weil das ist zu der Figur.
Was haben wir sonst noch? Sie zerbrechen so leicht. Ja, das passt auch hier. Vielleicht schenken. Das mit den Eltern würde wahrscheinlich hier dazu passen, auf das hier. Was haben wir da noch liegen? Gut, sag ihnen auch, dass sie es aus dem gleichen Fels wie diese Kammer machen. Ja, das würde zu dem Medaillon passen. Das nehme ich mal mit und gebe es erstmal hier ab. Ja, das ist echt blöd, dass man nicht die einzelnen Dinger nehmen kann und dann da, wo man sie braucht, ne? Vielleicht schenken die uns... Ja, das brauchen wir jetzt erstmal drüben. So, das scheint richtig. Das leuchtet nämlich jetzt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch weitere Sachen draufschmeißen kann. Ich hoffe es mal nicht. So, das ist... Moment mal, das kann doch nicht schon fertig sein hier. Ja, hier bräuchte ich jetzt nur das eine, das rote da. Achso, das tue ich die ganze Zeit das eine aktivieren hier, okay. Wie macht man das jetzt? Das kann ich nicht hier nehmen und dann gleich wieder da abstreifen. Das geht nicht. Ah, wenn, dann muss ich es mal hier drauf schmeißen. Mach eins. Du hast auch meine Begleiterin gemacht. Ja, das Mach eins ist schon mal auf der richtigen Stelle. Das ist okay. Ja, und dann hätte ich gesagt, naja, es ist schwer mit den Figuren. Wo haben wir das mit den Figuren? Sie zerbrechen so leicht. Sie zerbrechen so leicht gehört eigentlich ganz zum Schluss für die Figuren. Es hat nicht alles mit der Figur was zu tun. So, was haben wir hier? Es ist wirklich sehr schwer, so kleine Figuren zu schnitzen. Das brauchen wir, ja. Und das hier? Ich sag's Ihnen, wenn ich zu Hause bin. Ja, das gehört hier auf das Buch. Wird man jetzt nicht sofort hier drauf kriegen. Dann kann ich es nie kaputt machen. Das mit dem nie kaputt machen, das gehört eher zum Medaillon. Gut, sag ihnen auch, dass sie es aus dem gleichen Fels wie diese Kammer machen sollen. Und das gehört hier drauf. Also es gehört eigentlich in die andere Reihenfolge. Zuerst das und dann das hier. Vielleicht schenken die unsere... Okay, und das dann zum Buch. Wir müssen hier jetzt erstmal abstreifen. So, wie war denn das? Ja, gut, das müssen wir auch nochmal abstreifen. Jetzt hat es auch schon geleuchtet. War es schon korrekt? Ja, ja, stimmt, es war schon korrekt, aber ja. Wir müssen das leider so machen. Sie zerbrechen so leicht. Es ist wirklich sehr schwer. Ah, das ist jetzt noch in der falschen Reihenfolge. Dann muss das hierher. Das schmeißen wir erstmal hierher. So, und hier, ja gut, die Reihenfolge können wir jetzt hier nicht gewährleisten. Das gehört eigentlich auf das Buch hier. So, und das hier muss darüber. Weil wir müssen ja auch die richtige Reihenfolge hier genehmigen. So, das wäre jetzt auch richtig. Aber wir müssen da nochmal ran. Also wir brauchen jetzt, was haben wir noch? Ich sag's Ihnen, wenn ich zu Hause bin. Gut, sag Ihnen auch, dass Sie es aus dem gleichen... Sie zerbrechen so leicht. Dann kann ich es nie kaputt machen. Okay, das dann kann ich es nie kaputt machen. Ja, das gehört als letztes auf das Medaillon. Das Medaillon symbolisiert praktisch die Kammer zu den Gefängniswelten und das wurde da eigentlich gesagt in irgendeiner von den Visionen, zu den Erinnerungen praktisch vom Medaillon. Deswegen ist ja immer wichtig, dass man das Medaillon eigentlich gehört hat.
gut. Sag ihnen auch, dass sie es aus dem gleichen... Also das hier rüber, was hat man hier? Das gehört eigentlich aufs Buch, das können wir aber ich nicht. Ich sag's ihnen, wenn ich zu Hause bin. Und das hier brauchen wir... Sie zerbrechen so leicht. Ja. Okay, das müssen wir jetzt erstmal hier abstreifen. Ah, verdammt, das Problem ist, jetzt kriege ich das hier auch nicht weg, ja. Jetzt mal kurz hier loswerden und das werde ich mal hier los. Jetzt ist er wieder nämlich rumstreifen. Streifen wir mal das ab hier. Das hier ab. Und das hier ab. So, das ist jetzt richtig. Das leuchtet nämlich, so wie das hier auch. So, jetzt war das mit dem Schenken, dass die ihm ein Brett schenken. Wo haben wir das jetzt hingelegt? Hm. Na, ganz da unten. Okay, und was aber noch? Gut, sag ihnen auch, dass sie es aus... Ja. Dann kann ich es nie kaputt machen. Okay, das wäre schon in der richtigen Reihenfolge. Aber ich muss das ja hier noch ablegen können. Und das war das Schenken, ne? Was war das hier? Ich sag's Ihnen, wenn ich zu Hause bin. Okay, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall hier wegnehmen erstmal. Dann kann ich es nie... So, das holen wir uns. Dann müssen wir das hier hinstreifen. Das müssen wir hier hinstreifen. Und ja gut, das mit dem Schenken, das ist halt die Krux, ne? Das müssen wir jetzt hier mal kurz ablegen. So, warte mal. Welches war das? Dann kann ich es nie. Ja, das legen wir jetzt hier rüber. Dann stimmt das auch schon. Und da müssen wir jetzt nochmal hin und her schieben. Das geht leider nicht anders da. Ja, das müssen wir jetzt erstmal so rum machen. Und ja, nee, dann ist ja richtig. Okay, passt. Vater spielt sehr gut Schach. Spiel gegen ihn. Das würde ich ja, aber ich habe kein Schachbrett. Mach eins. Du hast auch meine Begleiterin gemacht. Es ist wirklich sehr schwer, so kleine Figuren zu schnitzen. Sie zerbrechen so leicht. Hm. Vielleicht schenken dir unsere Eltern ja ein Schachbrett. Ich sag's ihnen, wenn ich zu Hause bin. Gut, sag ihnen auch, dass sie es aus dem gleichen Fels wie diese Kammer machen sollen. Dann kann ich es nie kaputt machen. Ja, das Schachbrett in dem Fall, so. Es funktioniert. Wir müssen uns beeilen. Der Reisende weiß, was du vorhast. Er wird es verhindern wollen. Ja, wie denn? Ja, dann... Los! Schick mich wieder rein. Oh je, da haben wir wieder neue Erinnerungen. Gut, da haben wir die Kammer, wo der drin liegt. Dann haben wir das Buch. Das war mit der Schrift lernen, glaube ich. Ich habe das natürlich vorher jetzt mal so ein bisschen durchgespielt. Und habe mir da ein bisschen Notizen gemacht, nicht, dass er sich wundert, dass ich manchmal so ein bisschen Moment und so weiter. So, da ist der Stuhl, auf dem wir gerade sitzen hier. Und was ist das hier? Das ist die Erinnerungskugel. So, gucken wir uns mal, hören wir uns mal an, was wir so haben. Natürlich töte ich sie, sobald ich weiß, wie man Welten schreibt. Das hat er damals in der Gefängniswelt gesagt. Der Cyrus. Das Licht geht an. Das Licht geht an. Das könnte, das habe ich mir so einkopiert, das könnte der Umwandlungsprozess sein, aber den haben wir ja nicht wirklich mitbekommen. Dann bleibt nur eine perfekte Verkleidung für mich zurück. Ja, das könnte Erinnerung sein. Wenn ich diesen Hebel umlege, aktiviert sich dein Stuhl. Das könnte auch zur Erinnerungsprozess sein. Und nicht wissen, dass in Wirklichkeit ich ihr Schüler bin. Das gehört wieder zur Gefängniswelt, im Prinzip ums Beibringen der Sprache, glaube ich. Und da danach kommt dann das Töten.
Vater und Mutter werden dich die Kunst lehren. Ja, das passt eigentlich schon auf dem Buch. Und dann muss, wie gesagt, das andere Zeug halt noch dazu, ne? Was haben wir sonst noch? Na? Siehst du, wie rund und leer sie ist? Das gehört zu dieser Traumkugel. Und alles, was du bist, wird aus deinem Körper gesaugt. Das wird wahrscheinlich auch zur Traumkugel gehören. Dann übertrage ich meine neuen Erinnerungen in meinen Körper und nichts kann mich aufhalten. Okay, die Erinnerung, ja, so war es ja geplant, ne? Also in seine Kammer, also dann muss er sich in seinen Körper und das liegt in der Kammer, dann ist es schon mal richtig hier. Siehst du diese Kugel, Schwester? Ja, das gehört wieder zu der Traumkugel. Gut, dann versuchen wir mal das Buch herzustellen. Also das mit der Vater und Dings werden hier das beibringen, ja, das ist schon mal okay. Wo waren jetzt natürlich was? Natürlich töte ich sie. Das Licht geht an. Natürlich töte ich sie, sobald also ich weiß, das wie brauchen wir Welt. Ganz zum Schluss beim Buch, würde ich sagen. Und nicht wissen, dass in Wirklichkeit... Wenn ich diesen... Dann bleibt nur eine perfekte... Ja, und nicht wissen, das gehört hier zum Buch. Also das müssen wir jetzt so hinstreifen, dass das da liegen bleibt. Vielleicht wir streifen das hier ab. Ah, das ist jetzt problematisch. Können wir das kleinere Übel nehmen? Ich meine, da ist eh schon ein Haufen drauf. Können wir das erstmal hier abstreifen? Und das halt hier, ja. Und dann müssen wir jetzt hier halt auch nochmal die Krux gehen hier, ne? Was wir jetzt hier wieder. Warte mal, hier abstreifen, da abstreifen, hier abstreifen, dann das andere abstreifen, ja. Streifen wir das hier ab. Ist da. Ich meine, die Symbole, ich glaube, dass die tatsächlich eigentlich gar nichts sagen hier. So, das gehört dann hier hin. Nochmal nachhören. Und nicht wissen, dass in Wirklichkeit ja. Ich. Also, der Satz geht so los. Na. Vater und Mutter werden dich die Kunst lehren. Und nicht wissen, dass in Wirklichkeit. Ja, okay. Und danach wird er sie töten. Wo waren das? Natürlich töte ich sie, soweit ich weiß, wie man... Dann bleibt nur eine perfekte Verkleidung für mich zurück. Die perfekte Verkleidung, ja, die gehört eigentlich zum Stuhl, genau, weil mit dem Stuhl ja eigentlich der Prozess da praktisch eingeleitet wird, ne? Also dann können wir das eigentlich da schon wieder drauflegen danach. Dann bleibt... So, wir nehmen uns alles hier natürlich, nehmen das hier weg. Das stimmt, das legen wir hier zum Stuhl zurück. Ja, das war das dann. Das ist eigentlich das allerletzte hier am Stuhl. So, am Stuhl habe ich mir gedacht, ja, wenn der Hebel betätigt wird, so ähnlich, dann habe ich mir notiert, Licht geht an. Ja, und dann wird halt alles rausgesaugt. Genau. Ja, so in etwa. Ich habe mir wirklich das nur so ein bisschen den Satz nicht komplett aufgeschrieben. So. Gut, wenn der Hebel, wo haben wir das mit dem Hebel? Das Licht geht an. Das brauchen wir als zweites. Das Licht geht an. Warte mal, wo haben wir das mit dem Hebel? Siehst du, wie rund und leer. Ja gut, das gehört eigentlich zur Traumkugel. Und alles, was du bist, dann übertrage ich mal. Siehst du diese Kugelschwester? Wenn ich diesen Hebel umlege, aktiviert sich dein War klar, dass es am letzten Eck hängt, ne? Ja, egal. Und? Versuchen wir das mal hinzukriegen irgendwie. Verteile es jetzt mal hin und her hier. So, warte mal. Wenn ich diesen Hebel... Ja gut, das gehört dann dahin. Und da ist ja das Letzte, was hier jetzt noch ist. Das brauchen wir zum Schluss. Das nochmal hier drauf teilen und das hier nochmal da drauf verteilen. Ja, bringt uns leider jetzt so in der Reihenfolge erstmal gar nichts. Hm, das müssten wir eigentlich ja, das müssten wir halt zum Schluss bekommen. Das Dann bleibt nur eine perfekte.
Machen wir das mal hier hin. So, was haben wir da jetzt? Das Licht geht an. Ja, das müssen wir jetzt auch erstmal abstreifen. Und das hier. Streifen wir das ab. Ah, jetzt kriege ich wieder nicht die Reihenfolge zustande. Ja gut, dann müssen wir halt noch einmal. So. Machen wir das mal so und dann machen wir das hier rüber. Das ist das mit dem Hebel, ne? Wenn ich diesen Hebel. Ja. Komm zum Stuhl. Ja, und dann brauchen wir das mit dem Licht geht an. Und alles, was du willst. Siehst du diese Kugel? Das Licht geht an. Das wäre das Grüne, okay. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Oder? Nee, doch nicht ganz. Jetzt tun wir wieder umgruppieren, prinzipiell hier. So, und das hier rüber. Ja, das Blöde ist natürlich, das eine brauchen wir zum Schluss, aber ja gut. Das wird man auch hinkriegen. So, das ist noch nicht, das Licht geht an, ne? Und alles, was. Ja. Das brauchen wir aber dann auch. So, jetzt das Licht geht an. Das Licht geht an. So, und jetzt alles, was du bist, wird ausgesaugt. Das war das Rote, ne? Und alles, was du bist, wird aus deinem Körper gesaugt. Ja. So, das müssen wir jetzt auch erstmal wieder hier verteilen. Na gut, das kriegen wir jetzt auch beim ersten Mal nicht so. Doch. Doch, doch, das können wir schon mal einteilen. Bloß das letzte halt wieder, ne? Das können wir jetzt halt leider nicht mit da ablegen. Das ist ein wenig blöd, oder geht es? Nee. Hätte ja sein können, dass es vielleicht geht, aber nee. So. Das ist auch richtig. Das ist nämlich das. Dann übertrage ich okay, meine ja. neuen Erinnerungen. So habe ich auch teilweise herausgefunden, was richtig ist und was nicht. Und das hier muss noch darüber. Und dann müssen wir hier gucken, natürlich. Siehst du diese Kugel, Schwester? Ja, siehst du diese Kugel? Ist da eigentlich richtig? Da brauchen wir zwei Sätze. Die stehen wahrscheinlich schon richtig. Siehst du, wie rund und leer sind? Ja, jetzt müssen wir es leider nochmal auseinanderreißen. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, jetzt ist das, das können wir gleich hier hinpacken. Dann ist der Stuhl auch komplett. Okay. Das zum Prozess. Keine Angst, es wird nachher nochmal erzählt alles. So, das wäre ja schon richtig gewesen, aber leider müssen wir dann rumswitchen hier, hin und her switchen. So, jetzt muss ich nochmal aufpassen. Siehst du diese Kugel, Schwester? Ja, die sieht die Kugel. Warte mal, wenn ich das jetzt rüber tue, dann muss ich es erst wieder aufnehmen. Nee, das können wir nicht so machen. So, und jetzt hier siehst du diese Kugel. Siehst du diese Kugel? So. Das muss jetzt dann rüber. Ja, doch, wir müssen das hier wegnehmen. Und das wieder da zurücklegen. Ja, und jetzt müssen wir das hier wegnehmen und das andere dann auch wieder zurücklegen. Dann müsste es eigentlich passen. Siehst du diese Kugel, Schwester? Siehst du, wie rund und leer sie ist? Wenn ich diesen Hebel umlege, aktiviert sich dein Stuhl. Das Licht geht an und alles, was du bist, wird aus deinem Körper gesaugt. Dann bleibt nur eine perfekte Verkleidung für mich zurück. Vater und Mutter werden dich die Kunst lehren. Und nicht wissen, dass in Wirklichkeit ich ihr Schüler bin. Natürlich töte ich sie, sobald ich weiß, wie man Welten schreibt. Dann übertrage ich meine neuen Erinnerungen in meinen Körper und nichts kann mich aufhalten. Ja. Thank you.
Ah, perfekt. Alles ist weg und der kann sich nicht mehr festhalten. Verschwinde, du Viech. Weg sie ist er. Frei. Gut gemacht, Reisender. Danke. Diejenige, die du als Yisha kennst, hat ihren Wachengeist neu entdeckt. Perfekt. Sie beginnt mit der Rückkehr. Ja, das ist doch schön. Dann können wir jetzt auch weg, oder? Der Eindringling kann ihr nicht folgen. Perfekt. Die Weiten des Traumreichs nähern sich ihm. Ohne eine Führerin wird er unter ihrem Gewicht zerschmettert werden. Ja, das hat er ja gerade passiert, oder? Das ist passiert, dass er kaputt ist. Kehr nun zu deinem wachen Ich zurück. Bis zu deinem nächsten Besuch im Traumreich. Ja, jetzt dürfen wir also dann hier rein, oder wie? Okay. So, wir kehren zurück. Ja, da wird man wieder halb blind. Also das mit dem Zuordnen war schon gar nicht einfach, ne? Das muss ich schon sagen. So, ist Yisha jetzt auch wieder in ihrem Körper da? Auch nicht, ich weiß es ja nicht. Mein Arna ist ja tot und Cirrus ist eigentlich auch tot, ne? Ja. Oder? Nee. Geschafft. Der Transfer klappt. Yisha lebt. Aber du stirbst. Warum guckst du denn so? Ja, Der Lebensstein musste direkt in den Schrein hinein. Sonst hätte es nicht funktioniert. Es funktionierte nur, wenn man das Glas zerbricht, das das Gas enthielt. Nun, das macht es recht tödlich. Ist besser so. Nach allem, was ich tat. Schon gut. Cirrus ist tot. Es ist vorbei. Es wird gut, kleine Schwester. Alles wird gut. Alles wird gut. Schon tragisch. Nach Tee. Sie ist in Ordnung. Ein hey. Sehr bemerkenswertes Ding. Doch sie braucht Zeit. Hm. Sie liebte Achena und Cirrus wirklich sehr. Ja, schon. Aber ihr habt es nie aufgeklärt. Gott, das ist hart. Als sei eine Tür in mir geschlossen, obwohl ich sie offen halten wollte. Hm. Aber vielleicht ist das auch gut. Ja, einerseits ja. Meine Söhne sind fort, aber meine Tochter ist am Leben. Ja, das ist jetzt gut. Können Katharina und ich ihr all die Liebe und Aufmerksamkeit geben, die sie in ihrem Leben so sehr braucht. Das Leben muss schließlich weitergehen. Ein Ende ist wohl nur eine andere Form des Neuanfangs. Sagt man. Und je härter man. Das Ende scheint, desto mehr Hoffnung setzen wir in den Neuanfang.
Ja. Das war's auch. Ja, und da läuft natürlich die Credits laufen hier durch und das könnt ihr euch natürlich anschauen. Ich kann so schnell wahrscheinlich noch nicht mal vorlesen bei den Namen immer hier, ne? Ja, was ich halt noch so sagen wollte, es war jetzt halt sehr tragisch, dass sie da jetzt auch miterleben musste, wie halt ihr einer Bruder hier eben verendet ist sozusagen. Das ist schon sehr hart gewesen, natürlich, klar. Ne? Und zuerst hat sie halt gedacht, da Achna wäre halt auch der Böse, aber war er jetzt halt am Ende doch nicht. Ja, und die Eltern hatten ihr eigentlich nie erzählt, wie es eigentlich dazu kam, warum sie eingesperrt sein mussten. Ne? Sie hatte immer gedacht, die wären ja super gut und die haben ja eigentlich sie ja auch verarscht. Und hatten sie ja wahrscheinlich irgendwie benutzt, um zu flüchten und so weiter. Und man hat ja gesehen, dass Sirus den Plan entwickelt hatte, dass Yija praktisch ihm dieses Knie beibringt hier und so weiter. Und am Ende hat er es ja aber dann so gemacht, dass er ja die Erinnerung klauen wollte zum Beispiel. Ne? Aber das hat ja ganz nicht funktioniert. Das hat ja am Ende dann Achena vereitelt, dadurch, dass er ja den Stein auch geklaut hat und so weiter, ne? Ja, und die Kammer, die ist natürlich dann hier gestorben, ja gut. Oder war am Ende ja schon, sowieso. Ich weiß natürlich nicht, ob das natürlich auch so war, dass es auch durch den Stein, und man hat es jetzt halt nicht mehr rausgefunden, ob jetzt halt der Lebensstein am Ende wieder zurückgebracht worden ist irgendwie. Aber wie soll das passiert sein? Weil der war ja dann in der Kammer drin oder so. Da hätte er ja rein in das Gas reingemisst. Ja gut, mit den Atemmasken eben will dann hier. Egal, wir werden es nicht rausfinden. Aber es wäre schade, sonst wäre ja hier praktisch die Welt am Ende, diese Serenia. Die Traumwelt, wenn wir so wollen. Also ja, mit den Hüterinnen und so weiter hier, ne? Ja, und die können ja nichts dazu und... Aber man hat halt gesehen, dass sich einer nicht geändert hat und das war Sirus. Der war nach wie vor böse und raffgierig hier und hat alles dran gesetzt, eben ihren Vater umzubringen. Ne? Ja, das. Und Arna hat tatsächlich. Ich hatte es nicht gedacht, weil der eigentlich vom dritten Teil sehr verrückt drüber kam, ne? Habe ich eigentlich gedacht, dass er sich eigentlich auch nicht ändert. Aber nee, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich wirklich getäuscht. Ich habe das so ein bisschen gesagt, nee, die sind beide böse. Gut, es hätte vielleicht klappen können, wenn er überlebt hätte, dass er vielleicht sich geändert hätte und so weiter und so fort. Und die dann halt auch glücklich leben können. Aber wie er so selber bemerkt, es ist halt besser, dass es so passiert ist. Ja, dass er halt dann doch gestorben ist am Ende hier, ne? Ja, weil er hat ja schon Böses getan. Er war ja am Anfang eigentlich ähnlich wie sein Bruder Sirus und war ja eigentlich auch böse. Auf irgendeine Art und Weise. Aber mehr verrückt böse, wenn man so will. Wie so ein verrückter Wissenschaftler, der sich die Weltherrschaft irgendwie an sich reißen will. Und das haben wir eigentlich ja damals schon in Myst erlebt. Dass das so war, dass die zwei Brüder sozusagen immer nur noch die ganzen Welten, die ihr Vater geschrieben hat, sich angeeignet haben oder wollten oder so weiter, ne? Und am Ende haben sie sogar eben die Bücher zerstört, ne? Teilweise. Haben halt viele Menschen, die in den Büchern lebten, getötet, ne? Ja. Nee, also ich fand's richtig klasse, aber ich frag mich jetzt halt auch, wenn die beiden Brüder ja jetzt nicht mehr existieren, wie geht das Ganze weiter? Es gibt ja noch einen fünften Teil. Und es gibt es nach dem fünften Teil gibt es tatsächlich nochmal was. Aber dazu kommen wir aber natürlich später noch. Ja, ich bin wirklich gespannt, was im fünften Teil kommen wird. Also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was da kommen wird. Ich muss sagen, der vierte Teil war auch wieder eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Hat mir sogar, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, der hat mir sogar besser gefallen wie der dritte Teil. Nee, eigentlich von den Rätseln her
Gut, beim dritten hatte ich auch zu knabbern, aber ich hatte jetzt hier beim vierten tatsächlich noch wieder mehr zu knabbern. Und ich habe schon oft die Lösung halt hier bemüht, wobei die Lösung auch nicht ganz komplett immer alles einem vorgekaut hat. Ich meine, was dann da noch dazu käme, die weitere Steigerung von so einer Hilfe, dass man zum Beispiel ein Puzzle komplett lösen könnte, ne? Gibt es ja in anderen Spielen so hier. Aber das ist ja, ich habe es ja tatsächlich versucht, alles selber zu machen. Aber teilweise bin ich nicht um die Ecken gestiegen, die sich hier die Entwickler gedacht haben. Also, es war dann teilweise schon sehr, sehr hoch hier, die ganze Kunst hier, ne? Ja. Ich fand es wirklich klasse. Aber auch hier den Sprung zu machen, ne? Man hat im dritten Teil ja Yisha als kleines Baby gesehen und hat es jetzt im vierten auch mal aufgegriffen. Also man hat dann Rückblende davon gesehen, da wo sie praktisch dann 20 Jahre älter eigentlich war, ne? Ja, so muss sie eigentlich sein. Aber als 20 Jahre alt hat sie gar nicht gewirkt. Kann ich so jetzt nicht sagen. Na gut. Ja. Wäre ich eigentlich soweit mit meiner Ausführung fertig, oder? Ja, noch nicht ganz. Ja, was wollte ich noch sagen? Wollte ich Ihnen irgendwas sagen? Mir manchmal, wenn ich dann sowas hier anfange, das habe ich mir natürlich nicht vorher aufgeschrieben, dann denke ich immer, ich habe noch irgendwas vergessen, was ich unbedingt noch sagen wollte. Naja, ich sage es jetzt einfach so, was hättet ihr geglaubt? Hättet ihr gedacht, dass sich einer der Brüder endet oder nicht? Oder habt ihr denselben Gedanken gehabt wie ich, dass eigentlich beide Brüder sich nicht ändern? Ich meine, bei Cirrus, da hat man es recht früh erkannt. Der hatte so einen Hass in sich gegen den Vater. Ja, und er hätte aber auch seinen eigenen Bruder getötet. Also er hätte auch Achna getötet. So wäre es nicht, ne? Ja. Von daher. Also ich hatte es nicht erwartet. Also ich habe es tatsächlich nicht erwartet. Das gebe ich offen zu, dass es so ist. Ich hätte es nie erwartet hier, ne? Ja. Also ich muss sagen, Myst 4 war so gesehen ein schönes Meisterwerk wieder mal. Auch die Musik passend und alles, ne? Aber wie gesagt, stellenweise doch schon bockelschwer für mich. Ja, und damit, mit diesen Eindrücken, lasse ich jetzt euch einfach mal hier allein. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen, 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 vielen Dank an euch, die sich das hier gegeben haben, die sich hier das angetan haben, die mich ertragen haben sozusagen. Oder die einfach nur Spaß hatten, die sich unterhalten gefühlt haben. Dann habe ich nämlich meinen Job erfüllt. Ja, an ein oder anderen Stellen vielleicht, da hätte er mich gerade mal an die Wand klatschen können oder sagen, bist du doof oder sonst was. Oh, das ist kacke, was du da gemacht hast, so. Ne? Ja, aber mal ehrlich, an manchen Stellen hättest du ja wahrscheinlich auch nicht anders gehandelt. Weil es gibt niemanden, der ultra schlau ist, also. Nee, also, komm. Nee, also. Wie gesagt, ihr könnt mir alles in die Kommentare schreiben. Und ja, aber bitte seid einfach nicht fies. Das hilft keinem was, wenn er irgendwie stänkerische Kommentare schreibt, ne? Ja. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder sehe in neuen Projekten oder vielleicht in im Moment aktuell noch laufenden oder vielleicht auch in vergangenen Projekten. Also das heißt ja nicht, es ist schon hier ein Jahr her oder so. Ihr könnt euch das ruhig noch anschauen oder wieder anschauen oder so oft wie ihr wollt anschauen, ne? Könnt dann natürlich auch Kommentare dazu ablassen. Das wäre natürlich schön, ne? Ja, und jetzt bin ich auf jeden Fall fertig. Jetzt haben eh schon alle abgeschaltet, glaube ich. Ja, ich tue euch immer was andichten, ich weiß. Jetzt werden wieder hier ein paar schreiben gleich. Nein, ich habe nicht abgeschaltet. Ich habe bis zum Ende hier wirklich bis Minute 40 durchgehalten. Ja, nee, es ist noch nicht 40, aber okay. Aber gleich. Nee, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Lego. Ja, und wie gesagt, bye bye. Bis denne. Euer Lego.